wir wachsen natürlich dann in Anführungszeichen im Allgäu auch auf mit der Tournee, das ist klar, weil das für uns auch immer der Startpunkt war und Allgäu verbindet uns natürlich immer, heimische Kulisse, wir sind immer gut empfangen worden, für uns wurde immer alles Mögliche getan und dementsprechend haben wir, glaube ich, auch am meisten deutsche Siege in Oberstdorf, glaube ich, was die Statistiken so hergibt. Und das gibt uns dann auch da immer recht, dass wir auch immer nach wie vor gern herkommen. Auch ich jetzt heute, wenn ich live Springen angucke, zum einen entweder bei der Tournee, wenn mir die Zeit gegeben ist, oder dann eben das Skifliegen dann auch in Oberstdorf anschaue, weil ich da weiß, ich fahre eine kurze Zeit hin, klar, nach Garmisch wäre es kürzer, aber trotzdem verbinde ich einfach Oberstdorf mit dem Allgäu einfach heimischer und wahrscheinlich war dann damals auch die Wahl für die Klinik, wo ich dann auch eine von vier, die ich ja dann nahegelegt bekommen habe, die war im Allgäu und deswegen habe ich wahrscheinlich dann auch intuitiv gleich das Allgäu dann auch gewählt. Und was verbindest du jetzt mit Aidrang? Aidrang ist, glaube ich, die Hauptstadt vom Allgäu. Das ist ja heute eine Premiere hier. Deswegen möchte ich jetzt ich möchte gerne, dass wir das Publikum ein bisschen kennenlernen und ich möchte jetzt so eine demoskopische Umfrage machen. Wer ist nicht aus Aidrang?